Haben Sie sich das nicht auch schon mal gewünscht? In Ihren dunklen Stunden, wenn Sie allein auf der Couch sitzen. Zu Ihrer Beerdigung erscheint die ganze Stadt. Das sieht doch scheiße aus! Mann! Der große So-und-so ist tot. Er war ein Streiter für irgendwas halt. Wer weiß das schon? Vielleicht war er auch kein Streiter. Musste bloß viel einstecken. Vielleicht musste er auch nichts einstecken, sondern war einfach ein besonderer Typ. Oder ein ganz gewöhnlicher Typ. Nur so ein Typ. Ich habe da mal eine Frage an Sie. Erinnern Sie sich noch an diesen Unfall damals? Ja, ich schon. Ja, weil ich dabei war. Ja, ich habe das direkt miterlebt. Dieser Vater von dem Jungen damals. Der war verdammt mutig, finden Sie nicht? Der hat jedem am Grab seines Sohnes die Hand geschüttelt. Ja, jedem Einzelnen. Und sein Gesicht sah dabei so... Naja, der sah überhaupt nicht fertig aus. Ja, ich war dabei. Ich habe das erlebt. Die Geschichte gehört zu mir. Ich habe ein Recht darauf. Nee, die Öffentlichkeit erfuhr erst viel später, aus dem Fernsehinterview mit diesem Vater von allem. Wissen Sie, dieser Vater, der lässt nicht locker. Ja, gut, der hat gerade seinen Sohn verloren und vermutlich lässt man dann einfach nicht locker. Also dieser Vater gibt dieses Interview und drückt plötzlich voll auf die Tränendrüse. Also wenn Sie sachdienliche Hinweise haben, Automarke, Kennzeichen und so weiter. Ja, es rufen auch total viele Leute bei den Bullen an und immer wieder gibt es Gerüchte, dass sie den Täter, na den Fahrer des schwarzen SUVs, na dass sie den endlich gefunden haben. Ja, selbst jetzt nach Jahren. Ja, aber immer Fehlanzeige. Ja, so sachdienlich waren die Hinweise also doch nie. Sachdienlich, das ist auch ein irres Wort, finden Sie nicht? Ich liebe das. Also wenn da etwas der Sache dient. Ja, da kann man sein ganzes Leben dran ausrichten. Wenn alles der Sache dient, dann hat man am Ende was davon. Ja, so wie ich. Dieser Unfall hat mich inspiriert. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber ist doch so. Also ich stand da einfach und habe ein bisschen gefilmt. Ja, ist doch nichts dabei. Und dann plötzlich Knall, Unfall. Das eine Auto rammt das andere, Münzen fliegen durch die Luft. Und jetzt passen Sie mal auf, der wirkliche Hammer. Die wirklich wahre Geschichte. Und der Vater, der sagt das dann auch so in dem Fernsehinterview später. Passen Sie auf. Der Vater hat die Idee, seinem Sohn einen letzten Kuss zu geben. Ja. Aber weil weder er noch sein Sohn, ja sein Sohn schon gar nicht, also die können sich beide auf jeden Fall nicht bewegen. Da hat er einfach die Frau gefragt. Ja, alle haben gedacht, dass der Mann einen letzten Kuss haben will. Nee, die Frau sollte seinen Kuss dem Sohn überbringen. Ja, auf so eine Idee muss man doch erstmal kommen, oder nicht? Sie sollte die Kussbotin sein. Ein poetischer Plan eigentlich. Ja, poetisch. Sagt man doch so. Eine poetische Idee an einem frischen Tatort. Aber das Einzige, was die Leute interessierte,
war die erneute SUVs in der Innenstadt und Feinstaubdiskussion. Und außerdem war der Mann ja auch Flüchtling. Die ganze Aufregung, wenn man sich das mal überlegt. Und heute kommt so ein Virus vorbei und es ist Ruhe. Warum ich Ihnen das alles erzähle? Ja, keine Ahnung. Nee, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt andauernd an diesen Unfall denken muss. Wahrscheinlich, weil er mich damals auf die grandiose Geschäftsidee gebracht hat. Ja, davon kann ich leben. Natürlich, echt gut sogar. Für mich ist dieses Corona total scheiße fürs Geschäft. Ich konnte davon leben. Aber wegen Corona kaufen die Leute keine Tatorte mehr. Klar, es gibt diese öffentlichen Töpfe. Für Kleinunternehmer und so. Aber die sind für Künstler wie mich komplett für den Arsch. Man darf weder seine Miete und seine Versicherung davon bezahlen, noch darf man das Geld für Lebensmittel ausgeben. Aber von Luft und Liebe werde ich nicht satt. Ich soll mir doch einfach was Neues überlegen. Danke, lieber Staat. Mal sehen, wie lange diese Corona-Scheiße noch dauert. Also im Fernsehen war ja nicht so viel zu sehen. Ja, die hatten einfach nicht die richtig guten Bilder. Ich habe dann im Bus hinter zwei so pickligen Schlappfenzen gesessen. Wissen Sie, die Pickel auf ihren Gesichtern, die waren so groß wie die App-Symbole auf ihren Smartphones. Boy, die haben den ganzen Bus mit ihrem Stimmbruchgequatsche gefüllt. Ja, ich habe von hinten gesehen, was auf ihren Screens los ist. Und ich sehe, dass die mit ihren Fingern über Tatortfotos wischen. Haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, wodurch ein Ort ein Tatort wird? Na, oder wie lange bleibt ein Tatort? Hm? Wenn man Plastikabsperrungen zuerst spannt und dann wieder abreißt? Oder wenn ein Tatort fotografiert und vermessen wird, damit er schlussendlich zwischen zwei Aktendeckel passt? Dann wird er wieder ein normaler Ort. Naja, ein beliebiger Ort. Ein Ort, den man auf Google sieht. Auf den man eine Stecknadel setzen kann und sich nichts dabei denkt. Oder liegt es am Blut des Opfers, das einen Tatort ausmacht? Naja, mit dem Schmutz des Verbrechens, den man einkreisen kann. Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sitze ich hinter diesen zwei pickligen Schlappschwänzen und sehe, dass die da mit ihren Fingern über die Tatortfotos wischen. Und dann merke ich, ey, das sind meine. Ja, meine Tatortfotos. Und wissen Sie, da hat's Klick gemacht. Naja, das ist meine Geschäftsidee. Ich verkaufe Tatorte. Ich bin dann sofort nach Hause und hab mir so ein Photoshop-Abo zugelegt. Naja, klar, ich hab mir das alles selber beigebracht. Aus mir ist ein richtiger Photoshop-Profi geworden. Ja, wirklich. Meine Mutter sagt, ich bin ein Versager. Aber mein Geld nimmt sie doch. Deshalb hört sie dann auf mich, wenn ich sie einkaufen schicke zum Beispiel. So wie mein Vater sie früher einkaufen geschickt hat. Naja, dann bin ich nämlich sachdienlich. Meine Mutter habe ich einkaufen geschickt. Ja, die sieht mit ihrem Mundschutz vielleicht lächerlich aus. Also meine Idee, meine Geschäftsidee, die ist mir ja damals in den Bus durch diese zwei pickligen Schlappschwänze gekommen. Wie das funktioniert? Na, ganz einfach. Sie können sich bei mir Ihr ganz persönliches Tatortposter bestellen. Ich erkläre Ihnen das mal. Nein, nein, jetzt passen Sie mal auf. Sie legen sich zu Hause auf einen möglichst neutralen Untergrund. Na, auf den Wohnzimmerteppich zum Beispiel. Nee, Laminat und Mustern drauf wäre jetzt nicht so gut. Dann dauert das Ausschneiden länger und ich muss Aufpreis verlangen. Also, ich schneide das Bild aus und setze Sie in einen echten Tatort. So mit Kreide drumherum. Ja, genau. Dann haben Sie Ihren ganz eigenen, persönlichen Tatort. Ja, natürlich mit Urkunde, Stich- und Schussverletzungen, Extrawünsche werden immer berücksichtigt. Gegen Aufpreis natürlich. Na, und das Tatortposter können Sie sich dann zu Hause übers Bett hängen. Ja, die meisten meiner Kunden sind natürlich so Teenager. Die hängen sich das dann übers Bett und wenn ihre Eltern dann reinkommen, dann flippen die voll aus. So, oh mein Kind, oh mein Gott. Total bescheuert. Meine Mutter fragt mich,
wie lange ich jetzt eigentlich schon in Therapie bin. Am liebsten wäre sie dabei und würde zuhören, um zu sehen, ob das überhaupt was bringt. Moritz, wie lange willst du denn noch zu diesem Seelenklempner gehen? Das bringt doch alles nichts. Dir kann niemand helfen. Das kannst nur du selbst. Und das ist das Schlimmste. Ach, wissen Sie was ganz Verrücktes? Mein Freund Holly, der kennt sich aus mit Statistik und der hat was rausgefunden. Der hat sich mal meine Tatortfotos angeguckt und wohin ich die ausliefere. Naja, ich liefere nämlich nach ganz Europa aus. Also, Sie werden es nicht glauben. Holly hat rausgefunden, statistisch belegt, es gibt Gemeinsamkeiten zwischen Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Ist das nicht irre? Okay, ich erkläre das Ganze mal. Erstens, Polinnen haben immer runde Köpfe. Im Gegensatz zu den Deutschen, die haben immer ovale Köpfe. Na und bei den Polen, da muss ich immer ganz viel Erde und Laub in den Untergrund reinmontieren. Ja, manchmal muss es auch Matsch sein. Polinnen sterben gern im Wald. Ist gar nicht so leicht, guten digitalen Matsch zu montieren. Und Frauen generell wollen, dass man bei ihnen richtig nackte Haut sieht. Ja, deutsche Frauen wollen das. Brüste raus, aber nicht die eigenen. Nee. Den soll ich dann welche von so Models reinmontieren. Naja, wissen Sie, die lachen beim Fotografieren in die Kamera, um zu zeigen, dass es nicht echt ist, sondern nur so ein Scherz. Aber die brüsten sich dann mit ihren digitalen Fake-Brüsten. Naja, ist ja auch egal. Weiter geht's mit den nordischen Ländern. Die Leute aus Dänemark, Belgien und so, ja, die wollen häufig durchs Schwert sterben. Total albern, finden Sie nicht? Ich meine, wer stirbt heute noch durchs Schwert? Am einfachsten habe ich es bei den englischen Adressen. Ja, da muss ich meistens einfach Einschlusslöcher montieren und dann ein bisschen rote Soße nachziehen. Ja. Die Südländer, die sterben gern durch Stichwerkzeuge. Ja, die haben es echt mit so Stichwerkzeugen. Vor allem die Italiener. Die Griechen, die sterben gern im Wasser. Haufenweise Wasserleichen. Ja, stoppelbärtige Wasserleichen sind gar nicht so leicht. Also die Männer. Ja, die Frauen, die wollen eher so Maria-mäßig aussehen. In langem Gewand und verlaufende Schminke und so. Sie wissen schon. Und jetzt zum Schluss die Franzosen. Ja, ja, die Franzosen. Die lassen sich gern vergiften. Schauen Sie doch mal, wie so ein Vergifteter. Na, wie sieht das aus, wenn man zu viele Kröten schluckt und sich dabei das Leben verdirbt? Ja, ich geb's zu. Ich hab halb Europa abgemurkst. Und die zahlen auch noch dafür. Dreifacher Aufpreis und Vorkasse. Ich habe Angst vor Ergebnissen. Wenn es dann endgültig wird und so. Ja. Ich habe Angst, dass die Sachen nicht gut genug werden. Deshalb ist mir Photoshop lieber. Na, die Freundin meiner Schwester, die ist in so einer Schauspielschule. Ja, da hat sie einen entdeckt. Neulich war sie ein Opfer einer Vorabendserie. Die hat einen Riesenhaufen Kohle damit gemacht. Na, Sie wissen schon, so Vergewaltigungsopfer. Weiß geschminkt, offene Augen, eine Brust angedeutet. Dabei war die nur ein paar Augenblicke zu sehen. Ich habe euch sofort gesagt, Mensch, das kannst du dir doch als Poster drucken lassen. Unter den Leuten als Postkarte verkaufen. Ja, aber die wollte einfach nicht. Neulich habe ich die wieder gesehen, also die Freundin, bei uns in der Küche. Ja, ich weiß, dass man sich im Moment eigentlich nicht mit anderen treffen soll. Aber die halten sich einfach nicht dran. Ja, die haben sich in der Küche Popcorn gemacht, weil die im Wohnzimmer Scream gucken wollten. Die sieht nicht schlecht aus. Ja, ich habe denen ein bisschen zugehört. Na, die haben mich zuerst nicht bemerkt. Die Freundin hat erzählt, dass sie jetzt einen neuen Freund hat und dass er küssen kann, wie der Wahnsinn. Ja, aber als er dann mehr wollte, da wollte sie nicht mehr. Es war ja dann nichts mehr.
Na, jetzt überlegt sie wieder Schluss zu machen. Ist aber noch irgendwie unentschlossen. Überlegen Sie sich das mal. Kuss und Schluss. Einfach so. Ja, meine Schwester war natürlich total neidisch. Naja, hilft ja nichts. Ich muss mir einfach was Neues einfallen lassen. Das Geschäft läuft nicht mehr. Nichts mehr drin. Kuss und Schluss. Einfach so.